Und damit begrüße ich euch wieder recht herzlich hier zu einer neuen Folge OMSI 2. Ja, wir sind heute in Düsseldorf wieder unterwegs. Dankeschön an den Entwickler an der Stelle. Ihr seht es oben links in der Ecke. Es ist immer noch die Beta. Und wir sind heute mit dem Schienenersatzverkehr unterwegs auf der S68 nach Vohwinkel. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir fahren natürlich das Ganze wieder weiterhin mit dem Solaris. Und ja, bin mal gespannt. Auf jeden Fall haben wir nur diese eine Haltestelle. Das heißt, wir fahren jetzt wirklich nur den Schienenersatzverkehr von Reisholz nach Vohwinkel. Und ja, bin mal gespannt, wie es heute funktioniert. Heute mal so ein bisschen in dunkler Stimmung hier. Aber das sollte wahrscheinlich kein Problem sein. Und von daher, wir haben hier noch ein paar Minütchen. Ich werde jetzt mal die Uhrzeit einfach mal ein bisschen vorstellen, damit wir natürlich jetzt nicht allzu lange warten müssen. 45. So, das schaut doch ganz gut aus. Und von daher würde ich sagen, los geht's. Und dann schauen wir uns mal den Schienenersatzverkehr an. Witzig ist, hier steht Mini DLC 2. Also das wird wahrscheinlich dann der Mini DLC sein, den es ja kostenlos, glaube kostenlos war es. Oh, jetzt weiß ich nicht, jetzt bin ich gar nicht mal so 100% sicher. Den es auf jeden Fall noch geben sollte. Da war ja schon Ankündigung gewesen diesbezüglich. Also von daher ist es auch kein Geheimnis mehr, dass da jetzt irgendwas kommt. Ich glaube, ich habe da auch schon was auf Discord gelesen gehabt, dass da jetzt demnächst was erscheinen soll. Und, also bei uns auf dem Discord, da hat irgendwer was gepostet. Ja, und von daher wollen wir mal gespannt sein, was uns hier heute erwartet. Hier ist kein Schienenersatzverkehr, sehe ich da gerade. Reisholz ist M3 Start 2. Nein. Also wir müssen jetzt nach rechts. Gucken wir nochmal, hier steht SEV Stadt Wuppertal. Was wird da schon sein? Ja, und in der letzten Folge, die jetzt nun doch extremst lang war mit einer Stunde, ja, es tut mir leid, aber ihr wisst ja, ich versuche das Ganze nicht immer so zu teilen, ich mag das nicht, wenn das Ganze so gestückelt wird, dann habe ich das lieber kompakt in einem Video und man kann sich das Video ja immer pausieren und dann später ja weitergucken, das funktioniert ja Gott sei Dank alles heutzutage bei YouTube und ja. Auf jeden Fall war der erste Eindruck meiner Meinung nach echt positiv. So, hier haben wir den Schienenersatzverkehrstart. Oh, hier waren viele mit. So, na denn. Können wir uns auf Tickets kaufen, gespannt machen. Funktioniert das, wenn ich hinten auch die Türen aufmache, oder stecken die wirklich nur alle vorne? Oh, oh, oh. So, ein Erwachsenen-Ticket. Ich brauche den Verkauf, bitte. Preis A drucken. Das geht hier so wunderbar, also bei dem Bussimulator dauert es Ewigkeiten. Ewigkeiten, Ewigkeiten. Ein Ticket für die Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke normal. Morgen. Etwas zu viel, oder? Oh, jetzt weiß ich nicht, was liegt denn jetzt drin? Danke. Ja. Ist Ihre Heizung kaputt? Oder darf man hier nur im Pelzmantel mitfahren? Ja, darfst du. Hallöchen. Hallöchen. Umluft an. Ist Ihre Heizung kaputt? Oder darf man hier nur im Pelzmantel mitfahren? Hier ist eine Kälterin wie in Sibirien. Gibt es hier auch Decken? Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Dankeschön. So, haben wir alle drin. Der ist schon kalt hier im Bus. Muss ich gestehen. Los geht's. Der Schienenersatzverkehr. Mit dem Schild hier passiert. So, unser einziger Halt wirklich halt Vohwinkel in der Donk. Hier zum Beispiel auf der linken Seite, ne, weil wir es ja in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen hatten. So eine Häuser,
gibt's halt wirklich, ja, also das ist jetzt halt in der realen Welt jetzt halt nicht immer ein Haus neben dem anderen immer anders aussieht. Es gibt halt wirklich so eine massiven Bauten, wo einfach nur gefühlt einen Kilometer lang immer die gleichen Häuser platziert worden sind. Also, auch nicht. Gibt's solche Sachen. Gibt's in Berlin auch. Ich sage bloß argentinische Straße. Nee, argentinische Allee heißt sie. Argentinische Allee. Ja, wenn du da lang fährst, siehst du nur diese Dinger. Ja, also, das ist Wahnsinn. 17 Minuten? Oh, läuft bei uns. Ist auch der Morgenverkehr hier. Wollen alle zur Arbeit. Ja, wunderschön. Ich musste mir leider so ein bisschen mal die Hofdatei angucken, weil ich so den Code nicht rausfinden konnte. Zum Nachhinein macht es natürlich Sinn, ne? Ist immer schön, wenn dann sowas funktioniert, aber hier so ein Handbuch da irgendwie oder so ein Proforma-Handbuch, ne? Also gerade was so die Zielcodes angeht, das ist gerade bei mir ist das immer mega wichtig, damit ich mich da mal so ein bisschen zurechtfinden kann. Oder gerade schilder mal ein SCV einfach mal so aus Jux raus. Will ich ja gerade schon wieder so ein bisschen. Ich finde da diese Baumpoller, diese Umrandung, die habe ich ja für Lotus ja auch gebaut. Die sind ein bisschen hoch, oder? Sind die wirklich so hoch? Also meine sind nicht so hoch. Aber da gibt es wahrscheinlich auch wieder 1000 verschiedene Varianten oder sowas. Ne? Aber so an sich muss ich sagen, ich finde es eigentlich schön gebaut eigentlich. Wie gesagt, abwechslungsreich. Und ich mag das nicht, wenn das halt immer das gleiche ist. Du fährst einfach nur geradeaus und biegst mal links ab, nach rechts ab und fertig bist du. Und hier musst du halt wirklich schon hier mal abbiegen, da mal abbiegen. Wuppertal, Oberhausen. Autobahn. Ah, das war das gewesen. 13 Kilometer Autobahn, ne? Kann das sein? Kann das hinkommen? Ich erinnere mich ganz duster. Da ist ein Bild aufgetaucht gewesen von Autobahn, 13 Kilometer und dann nur Autobahn. Also wirklich nur Autobahn. Und da haben sich nämlich dann schon wieder viele den Kopf geschüttelt gehabt. Weil halt Autobahn Omsi nicht so die beste Mischung. Hat ihr ja in der letzten Party schon mal erwähnt. Aber uns kann heute nichts passieren hier, weil wir sind halt unsichtbar. Also von daher können sie uns in die Karre fahren, wie sie wollen. Das bringt eh nichts. Ja, genau, das ist er nämlich. 13 Kilometer bis Wuppertal. Stimmt. Ja, das ist bei uns heute erst auf dem Discord. Also, wenn die Folge natürlich kommt, jetzt schon einige Tage her. Hat jemand nämlich das Bild dazu gepostet. Ne? Und da war dann halt ne, Wuppertal und also Hofwinkel und der Schienenersatzverkehr mit Mini-DLC2. Und dann war da die Autobahn abgebildet und darüber stand dann 13 Kilometer halt. 13 Kilometer Autobahn. Das ist aber dann kein S-Bahn, oder? Das ist ja dann schon. Das ist bestimmt die Autobahn, die ich mit dem Ice Dragon hier lang gefahren bin.
Ja, das ist es hier, ne? Die ziehen dann einfach alle rüber. Oh, hatte ich damals. Ich weiß noch, das war auf Mallorca gewesen. Da hast du ja auch so ein Stück Autobahnabschnitt. Da sind die dann auch alle so. Punkt, jetzt zick und alle sind so rübergefahren. Ey, und damals wusste ich das nicht, ja, dass die das da machen. So, heute vermeide ich dann halt dementsprechend im Autobahn oder fahre meistens immer so, dass die jetzt einfach dann rüberziehen können. Und ist natürlich dann ordentlich Verspätung rein, weil wir ja nicht mit 80 fahren dürfen. Aber das Problem ist, die ziehen auch einfach rüber. Das ist egal, ob du da bist oder nicht. So, brauchen wir ja noch ein Bild dafür. Also dann ist das jetzt hier schon der Mini-DLC 2, den ich euch heute hier zeige. Wundervoll. Also da gibt es wirklich ein großes Dankeschön an der Stelle. Nochmal von mir an unser Projekt Gladbeck, ja, dass sie mir die Chance da gegeben haben, dass ich euch das zeigen darf. Dann kriege ich euch zwei Sachen. Wie gesagt, einmal Düsseldorf, einmal Mini-DLC. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ehrt mich doch zutiefst, so ein bisschen. Ich habe ja gesagt, ich versuche trotzdem ordentlich zu fahren. Ich hätte es natürlich auch einfach durchfahren können und gut wäre es gewesen. Sag mir jetzt nicht, das sind jetzt noch 12 Kilometer. Nein, das sind nur 9 Kilometer. Gott sei Dank, wir haben schon ein paar Kilometer runtergerissen. Aber normalerweise fahren wir auch nicht in der Mitte, sondern müssten eigentlich nämlich ganz rechts fahren. Bus hat auf der mittleren Spur nichts zu suchen. Schön, dass wir haben hier eine relativ breite Auslaufzone, dass falls die dumme Ideen kommen, dass wir hier einfach ausweichen können. Wir wünschen schöne Pfingsten. Naja, nicht ganz. Frankfurt am Main. Ja, wir kommen auch noch lang. So, jetzt dürften wir eigentlich fahren ohne Probleme. Die dürften jetzt hier nicht rüberziehen, laut STVO. Das sind Sperrstreifen, sprich, ich dürfte nicht nach links und die dürften jetzt auch nicht nach rechts. Es ging aber drei Pfeile nach oben, also nach vorne, geradeaus. Somit sind wir hier auf dem richtigen Weg. Wuppertal, Hahn, ja, genau. Autobahnfahren ist schon Langeweile hier. Ist aber am wahren Limit genauso. Also hat jetzt hier nichts mit zu tun. Ne? SEV Follow A46. Machen wir. Genau wegen sowas fahre ich keine Autobahn. Einfach rübergezogen, abrupt abgebremst.
10 Minuten noch. Hä? Steht immer noch 9 Kilometer bis Wuppertal? Da ist aber was schiefgegangen. Ich war vorhin schon da. Ich dachte noch nicht. Doch, sie haben mich veräppelt. Ey, ihr bleibt da jetzt alle da auf der Spur, damit ich jetzt hier nicht mehr richtig Stoff geben kann hier. Das ist im Film mit Keanu Reeves und dem Bus. Genau so läuft's jetzt. Wir dürfen nicht unter 80 km/h kommen. Funktioniert nur leider nicht. Oh, wie hieß denn der Film damals? Ich weiß nicht mehr. Ach, Speed. Speed war das, ne? Der zweite Teil war ja dann mit dem Boot gewesen, ne? Mit der Yacht. Ah ja, ja, ja. Hollywood-Action, der, naja, wo er alles nur Puffpeng und so und sonst was macht. Wer waren da noch? Wie hießen die? Keanu Reeves und. Ich fand die damals so putzig. Ah, wie hießen die? Fällt mir nicht mehr ein. Fällt mir nicht mehr ein. Auf jeden Fall die, oh, also wo ich doch dann jünger war, ne? War nicht von schlechten Eltern, so. Ihre Filme sehr gerne geguckt, obwohl ich jetzt ja nicht mal weiß, wie sie heißt. Ne? Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, schön, wir hätten auch. Könnten ja auch ein bisschen schneller fahren. Sandra Bullock war das gewesen. Sandra Bullock. Den fand ich damals schon ziemlich nice, den Film. Das muss jetzt aber auch schon extremst viele Jahre her sein. Jetzt hier alle rüber, ey. Ja, auf jeden Fall ging es in dem Film halt, ne? Haben sie einen Bus manipuliert. Mit einer Bombe. Da war eine Bombe halt im Bus. Und wenn der Bus dann unter 60 km/h gefahren ist oder 70 km/h oder Meilen pro Stunde, dann ging die Bombe hoch. Ja, und Sandra Bullock war dann da in dem Bus halt und ist in den Bus gefahren, weil der Busfahrer irgendwie einen Schlaganfall gekriegt hat oder was weiß auch immer. Dann musste dann Keanu Reeves denn als Polizist denn helfen. Ja? Musste den Bus denn spektakulärerweise übernehmen und alles was. Also so ein typischer Hollywood-Streifen. Ja? Aber ja, das war nicht schlecht gewesen. Den kann ich angucken. Auf jeden Fall, das Ganze war auch dann halt auf der Autobahn, ne? Und sie durfte halt absolut nicht langsam fahren. Und dann waren dann auch zum Beispiel so Sachen drin, wie, ja, Autobahn war auf einmal zu Ende, weil in Amerika ist es ja so, dass einmal abgehackt wird, ja, dann werden da Sprungschanzen hingebaut, sodass du mit dem Auto, ja, rüberfliegst über das andere Stück. Das ist normal in Amerika. Ja, das war ein Film. Oh mein Gott. Das erinnert mich jetzt gerade hier, weil wir jetzt hier gerade so auf der Autobahn fahren mit, über 80 hier. Und wir dürfen nicht abbremsen. Und schon alle los. Wir sind immer noch auf der Autobahn. Ich glaube, wir fällig sitzen. Auf jeden Fall wäre das mal. Also, so ein Linienbus passt jetzt hier natürlich nicht auf der Autobahn. Ne? Da hätte man jetzt natürlich was anderes jetzt nehmen können. Zum Beispiel ein Setra oder sowas. Ne? Ein schöner Überlandbus. Obwohl ich hier sagen muss. Jetzt nicht, um den Entwickler jetzt irgendwie jetzt zu diskriminieren oder sowas.
Das ist schon einfach gebaut, oder? Einfach nur eine Straße elendig langgezogen, machst ein paar Streifen hin, Leitplanken, links und rechts ein paar Büsche, Autobahn fertig. Oder? Ich glaube, alles ist das nichts, oder? Ja, genau. Und das machst du denn halt ein paar Stunden lang und dann hast du deine Autobahn. Ich verstehe nicht, warum bei mir so viele sind, aber auf der Gegenspur ist nichts, ja, weißt du? Naja. Oh, so ein Tempomat wäre jetzt geil, ja, der selber fährt. Oh, das habe ich jetzt, haben uns ja dieses Jahr ein neues Auto gegönnt, ja. Sind von unserem Vectra weg, Baujahr 2001, und haben uns jetzt ein VW Charan gekauft, Baujahr 2013. Und der hat so ein Tempomat drin. Das ist ja Luxus, ey. Da musst du kein Gas mehr geben. Das Auto kontrolliert die Geschwindigkeit selber. Geil. Drückst den Knopf rein und er fährt und fährt und fährt. Und du machst da nichts. Oh Gott, ist das so. Ja, das ist schon absoluter Luxus. Fällt mir jetzt so gerade auf, weil das hier nicht dabei ist. So, weißt du, so. Ich mir es auch gewünscht. So ein bisschen vor wie in meinem Eurotruck-Simulator. Sonnenborner Kreuz. Oh, was dauert's denn noch? Ey, 9 Kilometer kann nicht so lang sein. Was sagt denn unsere Uhr? 5 Minuten sind wir da, 4 Minuten müssen wir da sein. Ach, die meine Güte. Wenn man hier auch fahren könnte, wäre es auch kein Problem, aber so viel Verkehr wie hier ist. Da kommt ein Schild. SEV Wuppertal. Das wäre ein Traum für mich, ja? Bist Busfahrer und musst sowas Langweiliges fahren. Ey. Also da würde ich, glaube ich, persönlich einen zu viele kriegen. Aber sozusagen, ich bin schon so, also ich mag so Autobahnfahren schon nicht. Ja. Also wenn denn so Landstraße oder sowas, ja, das ist schon ein bisschen spannender als Autobahn, aber Autobahn. Pff. Doch mal, Mann. Was raucht ihr denn immer so um die Ecken rum, ey? Das ist Wahnsinn. Und wieder hoch auf der Autobahn. Nein, hoffentlich nicht. Eine Schikane hier. Das
Ist er gerade über die Straße gelaufen? Ja, hätte ja beinahe ja gefehlt jetzt hier. So, Fußgänger hier umfahren. Oh, oh, oh. Zeit läuft ab. Fahr doch. Aber Schienenersatzverkehr ist ja immer später, ne? Also, der ist ja nie pünktlich, oder? Ist ein Schienenersatzverkehr pünktlich? Nee, in der Regel nicht, oder? Ich glaube, meine damalige Zeit gab es nie einen Schienenersatzverkehr, der pünktlich war. Hast immer jeden Anschluss verpasst. Wenn du mit dem Schienenersatzverkehr unterwegs warst. Oh, hab ich das krass. Damals, wenn ich in Malzdorf gearbeitet hatte, war es ständig gewesen, dass dann irgendwo Schienenersatzverkehr war. Oh. Und das ist dann immer zu so Uhrzeit, weißt du, wo du einfach nur diese Leck mich am Arsch-Stimmung hast. Und dann kommt die an mit dem Schienenersatzverkehr. Am besten auf dem Freitag, du willst nach Hause. Entschuldigung, da hinten. Pardon. Ich wollte euch nicht ärgern. War nicht unsere Reise, ja. Das ist glaube ich nicht wo, Winkel. Oh, ich bin mal gespannt, mit wie viel Verspätung wir hier ankommen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nichts. Und da muss ich aber sagen, da muss ich jetzt wirklich jetzt sagen, wo ich das gerade zu sehe, ich denke mal, das soll eine Landstraße sein hier, was die hier gebaut haben. Das sieht in Tettau oder sowas deutlich schöner aus. So, von der Gestaltung der Landstraße her. Der welche Karte war noch ziemlich cool, so überlandtechnisch. Überlege ich gerade, aber Tettau. Weiß ich auf jeden Fall, die sah, wenn du die halt über Land gefahren bist, richtig, richtig Bombe aus, ja. Das hier wirkt jetzt so, naja. Man braucht jetzt halt wohl irgendwie eine Landstraße. Zwei Minuten Verspätung. Normalerweise hätte ich dafür 18 Minuten gehabt. Du bist ja, hast ja gesehen, ne? Wir sind nicht vorwärts gekommen. Berufsverkehr halt, ne? Also hier wäre auf jeden Fall nochmal wünschenswert, wenn man zum Beispiel diesen Part hier nochmal ein bisschen überarbeitet. Das wirkt so ein bisschen trostlos, so ein bisschen. Unfertigkeit, ne? Aber wie gesagt, oben links steht es ja da, Beta, da ist es noch nichts hier, Final. Vielleicht kommt ja noch das eine oder andere.
Das ist cool, ja. Kommst du raus aus der Landstraße und dann bist du auf einmal schon mitten in Wuppertal drinnen. Das ist ein cooles Feeling. Das hat auf jeden Fall was, ja. Fährst du raus, fährst du um die Ecke und siehst schon wieder dieses ganze Hügelige aus Wuppertal, ja. Großartig umgesetzt. Also da, ja. Ja, ich muss jetzt leider mich mal hier so ein bisschen vordrängeln hier. Mann, ich bin doch mal jetzt hier. Wuppertal DLC. Ah, okay. Also geradezu ist dann der Wuppertal DLC. Cool gemacht. Also muss man mal lassen. Hat man eine schöne Verbindung eigentlich geschaffen, ne, von zwei DLCs. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja. Das wäre auch schon cool, wenn ich fahren könnte. Wir haben sich wieder so eine Massensammlung an Autos gebildet. Da die Ampel auch einfach nicht rot wird. Das hat ja wunderbar funktioniert, würde ich sagen. So, wir waren sogar gut unterwegs. Keine Verspätung. So, haben jetzt unglaublich viel Zeit bis zur nächsten Weiterfahrt. Tja, und das war das Zweite, was ich euch hier draus zeigen durfte. Also, wir hatten jetzt die M3 aus Düsseldorf und den Mini-DLC Nr. 2, den Schienenersatzverkehr zwischen Düsseldorf und Vohwinkel. Ja, soweit, so gut war es das von mir. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, wie euch das Ganze jetzt gefallen hat. Wie gefällt euch der Mini-DLC? Wie gefällt euch Düsseldorf? Dann nutzt die Kommentarfunktion. Oder lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen. Verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!